Nee, fir zu ganz froh war wo deutschen Sender mech und de Jacques rugetruden ass fir dat Buchhai zu 100 Joer freie Gewerkschaften an engem mat eng ganzen Gruppe ze schreiben vun Madderbester an hatten engerei Zieler. 25 Jahre schon war de Jean Castagnaro och un Gruppe Historiker rugetruden an Demols sinn eng ganz Reihe auch fische Artikeln do publizeiert gin. Me ich meinen mu gedet an den Ende so doch das schürt dat eigentlich die Rezenzzeit eben die last 50 Jahre Demols zu kurz kommen sie in respektiv Geschichte vom OGBL selber. Vun no 1970 strategisch, dat war bisssen am als dem Cahier des Charges moll eng wichtig Forderung, dat also die lächt 50 Joer do deske sollten präsent sinn an de Schmengewander guckt, dann ass dat och so, dat de Gro deske vun diesem Buch iwwer die lächt 50 Joer geht. War schwenkt das als auch gelungen eng ein Überblick, einen kompletten Überblick wirklich über die 100 Jahre respektive mehr, wie die 100 Jahre zu gehen. Sind natürlich auch Artikel, die man schlussendlich nicht konnten, dran machen, zum Teil, weil kein Platz auch war. Das war schon ein Artikel, der ganz interessant gewesen wäre, über Derbest, über eben das Organ vom OGBL, wo auch viel habe ich gemacht, genau, wo man zum Schluss so ein bisschen schwer machen, weil sie schon iwwer 500 Seite ginn. Wéi 25 Joer, well es awer fichteg ze soun, dat eben 1960 net d'Stonn Null ass vun der Freier Gewerkschaftsbeweung, do sinn net fichteg vir Leefer ginn, respektiv Kontinuitéiten an wannnech kurzlo heit Artikeln kann duerchgoen, dann ass et fir déich den Jacques Maas, dem sein Artikel wirklich auf die Pionierzeit angehen und auch auf die Gründungen selber von den zwei Gewerkschaften, hat aber wirklich mit neuen Ansichten, neuen Details, wo die Kontinuitäten an Gründen von, wo weiß, dass 1903 schon praktisch ein echter Moment ist von einer echten Gründung von auch metallarbeiter Gewerkschaft, hat auch erklärt, wie Kräfteverhältnis an der Gewerkschaftsbewegung 1916 geändert tun und erklären, dass dann Personage wie den Pierre Kreer, Nick Beaver zu zentralen Figuren gehen. War an einem dann als Artikel von mehr über die Zwischenkriegszeit, wo auch versucht, ich denke, Synthese zu machen, das ist ein bisschen mein echt Leben hier gewesen, mein echt Buch ausgegangen über den Streik von 1920, das ein bisschen versucht zu resümieren. Was sind hier aber von neuen Erkenntnissen über die Zeit existieren? Wir sind noch froh, dass Dira Plein, eine Kunsthistorikerin, die am Moment umgegangen ist, eine Doktorarbeit zu machen, die also erlebt hat, ein ganz fischer Personage, ein Albert Kaiser, dem sein Werk, sein Linien hauptsächlich, die gezeichnet hat, dass die hier im Buch können präsent sein, auch ein wichtiges Thema, wo leider, das habe ich auch schon 24 Jahre gesagt, dass leider die Gewerkschaftsbewegung, die Kultur, man es nur im Zweiten Weltkrieg weitgehend dem Fernsehen überlassen oder einer Erhaltungsindustrie. Ich meine, Albert Kaiser, Matzinger Lino, Schnitter hat an den 20er Jahren ein anderes Bild können gehen von dem, was wirklich das Leben von den Arbeiter war. Währenddem Dono kann ich so eigentlich echt das Storytelling von der Arbeit an anderen Akteuren sich durchgesetzt wird, vom schönen Lützeburg mit all seinen sozialen Errichtungen. Also da sind wir dafür froh, dass ein Artikel darüber ist. Auch, ich meine, dass das auch ein wichtiges Thema, der Marc Schönchen hat sich dann aus dem Gang Doktorarbeit über die deutsche Arbeitsfront zu schreiben. Zweite Weltkrieg, also auch ein Thema,
die man sonst bis lo an Publikationen nicht so oft von tun. Gerade für Gewerkschaften eine komplexe Zeit. Wir haben ein gewichtiges Lieder sind am Exil gewischt. Gewerkschaften en tant que tel haben sich nicht im Gegensatz zu einer kommunistischen Partei zum Beispiel als Resistenzorganisationen zusammengedohen, sind selber gewirrt, Resoen sind und weiter funktioniert. Von den Streik von 1942 guckt, sie Leute dabei, angefangen vielleicht beim bekanntesten wie Henri Adam, dass sie Leute, die an der Gewerkschaft waren, die da rauskommen sind, die delegiert von Führung im Krieg und dort sicher weiter versucht zu kommunizieren. Anleute wie den Vormann Schengi, Barthelmy Barbel, haben versucht, zu retten, was zu retten war, weil natürlich auch an der Zwischenkriegszeit Gewerkschaftsheimer, Finanzen, eine ganze Reihe Sachen abgebaut, gesehen an der Marxischen Weise, eben wie das Löserlös zerschlagen wird von Heider, dem Okkupant an die Frau, die dann der Deutsche Arbeitsfront natürlich auch für den einzelnen Arbeiter gestaltet. Nicole Kerschen, was Forscherin beim CNRS an Frankreich war, also zu Paris war, was am Moment Präsident vom Conseil d'Administration vom LISER ist, hat den Beitrag gelegt zu ihrem Forschungsbereich, das eben den vom Wohlfahrtsstaat um europäischen Plan und hier eben den ganz wichtigen Plan de la Sécurité Sociale, wo Antoine Créer am Exil in der Schweiz geschrieben hat, wo aber auch der Pierre Créer dann nach dem Krieg hier zu Lützburg umsetzt, das heißt, wo es in Richtung Sécurité Sociale für Jitverein geht. Dann den Ben, wir können noch nach wieder selber dazu sagen, könnt ihr eben die direkt nach dem Krieg, ich meine, ein bisschen ähnlich wie die Pionierjahre Versuch, Einheit zu erreichen, entweder zwischen der neuen Gewerkschaft LAV und LCGB, respektive innerhalb vom LAV, wo sich dann aber das Szenario wieder helfen, also den 20 Kommunisten, die ausgeschlossen gehen, an warum eine pluralistische Gewerkschaftsbewegung nach dem Krieg behalten, auch die komplexen Relationen zwischen LAV und LSAP. Da sind Artikel dran, den als schon publiziert ging, also in einer resümierten Form liegt umgeändert, dass die von mehr über Gewerkschaftskampf an den 50er Jahren, wie gesagt, weil wir versichert haben, so komplett wie möglich zu sehen. Aber wir haben dann auch davon profitiert, dass im Moment eine interessante Ausstellung über den Kalten Krieg am Staatsmuseum lebt, wo der Regis Möss als seine erste Ausstellung, die eigentlich als junger Konservateur gemacht hat, und das hat Himmelab ein bisschen die Frau LAV, FLA, Gewerkschaftsbewegung, den Einfluss international von dem Kalten Krieg auf Gewerkschaftsbewegung eigentlich bis an 70er Jahren einmal zu behandeln. Voilà, der Friedrich, meine ich. Ja, ganz, ganz wichtig, ich meine, dass leider ein. Man hat nicht einen Autor vom Buch, das ist den Henri Hoffmann, den den 3. September verstorben ist. Und darüber sind wir ganz traurig. Ich persönlich finde, weil ich schon auch schon den Henri kennengelernt, schon den Viertel nicht kannt, weil für 10 Jahre stunden irgendwann, oder bald 10 Jahre, meine ich, sind hier, bei mir auf der Uni. Ein Mann, schon am Pensionsalter, mit seinem Berry im Englisch, war er als er da hingekommen, mit seiner Zeitung in dem OM, und hat gesagt, er gibt gerne, wir haben sein Masterstudium auf der Uni zu machen, und er gibt gerne bei mir ein Memoir schreiben über die Geschichte vom 1. Mai, dass ein Mann, der einen Parcours hat, wo wirklich exzeptionell ist, das heißt, war Privatbeamter in der Stahlindustrie, auch ein Gewerkschaftsmilitant, ein anderem am OGBL, auch von Ufangun, war Lokalredakteur am Tageblatt, also hat auch da
geholf an interesseiert un Politik und Geschicht mit einer riesen Bibliothek. Hat den nach seiner Pension die Idee hat, auf die Uni auf den Metz an einer Plötzeburg zu gehen. Und voilà, ich war immer impressioniert von seiner Ausdauer, weil er hat graf gesundheitliche Probleme, sodass er mir oft die Forschung müssen unterbrechen. Er hat nur genau so 3000 Stunden und den Memoir geschafft, den 2013 rauskommen an du man das hin eigentlich den Doyen gewirrt von diesen diplomierten Studenten ob der Uni Lützeburg an voilà das ist wirklich traurig weil er nicht nach Nesenkel bei mich kommen weil er ein Projekt hat von Doktorat mit seinen 73 Jahren an voilà ich mein Buch manst zwei Artikeln hat ihn zum Buch beigesteuert, einerseits zur Geschichte vom 1. Mai, wo auch manchmal eine interessante Ikonografie dabei ist, die er gesammelt hat, und zum internationalen Gewerkschaftsbund. Sehr froh, dass er heute danach dabei war. Es ist traurig, dass er eine Publikation vom Buch dann nämlich erlebt hat. Die letzten 50 Jahre, die an den Publikationen, die bislang über die Gewerkschaftsgeschichte gingen, von relativ kurz kommen und ihnen nicht so weit abgeschafft werden. So wie für dich ein Artikel auch von Ben Fayo über die 60er Jahre, die ein bisschen am Kontrast stehen zu den 50er Jahren. 50er Jahre waren eine Zeit, wo viele Konflikte, 60er Jahre noch. Zunächst eine Periode von Sozialpartnerschaft, das auf Zeit für das Kollektivvertrag gesetzt wird, der Wirtschafts- und Sozialrat gefordert wird. Das ist aber zugleich auch intern am LRV eine Zeit für Wandel, die Action Commune von Mathilde Sapé wird behandelt und auch jetzt scheitert 1965. Gleichzeitig Rapprochement zu anderen Gewerkschaften. 1966 die Integration vom kommunistischen Flair, auch dann das Rapprochement mit der FAP, den er schließlich 1970 zur Gründung vom Nationalen Gewerkschaftsrat feiert, an dem den LRV, die FAP und den LCGB zusammen dran sind. Und am Beitrag der Note von mir selber über den 9. Oktober 1973, das ist mein kurzer Beitrag, ich stehe in Kadri, geht da gleichzeitig auch gewissen, wie die den nationale Gewerkschaftsrat aus den Limiten steht, weil den LCGB und FAP sich da nicht bedeutet und den LRV allein mobilisiert wird und einfach groß agieren kann da reichen, notamment am Niveau von der Sécurité sociale. Und am Allgemeinen als das sind die zwei Beiträge in vier Geschichten sozusagen von der Gründung vom OGBL der 1977 die schon an einem anderen Beitrag behandeln. Ich meine, die GUF bis noch nie so am Detail abgeschafft. Ich habe noch explizit geguckt, wie mich nicht nehmen, ob den LRV an dem Zusammenhang zu basieren, um zu gucken, wie sich die verschiedenen Gewerkschaften irgendwie verhalten zu dem ganzen Gründungsprozess vom OGBL, der ja sowieso manchmal sich irgendwo engerseits eine Reaktion ist auf Änderungen an der Zusammensetzung vom Salariat, der neu hat an der Entwicklung von der Lützburger Ökonomie, das ist der Kontext von der Stuhlkrise, aber auch dann Tertiarisierung, wo vor allem 12 von den Privatbeamten par rapport zu den traditionellen Industrieerbestern stark angeklommen ist. Und das eben auch ein viel mehr sehr Aufwurzel von der FAP und der Mannschaft wie vom LRV, den er in der Hinsicht gebracht hat, wie die FAP in den 70er Jahren eben zunehmend internen Streitereien hat, für doch zur Gründung von zwei neuen Gewerkschaften feiert der Leber am Bankensektor und dem SESM, den hat am LCGB als am Stuhlsektor. Das ist in gewisser Hinsicht auch ein Teil von der Viergeschichte vom OGBL, den eben eine ganz Umstrukturierung von der Gewerkschaftslandschaft war. Das hat eben ein bisschen geschildert, was die verschiedenen Konzeptionen auch von der Einheitsgewerkschaft waren, den LRV, den sich letztendlich durchgesetzt hat mit seinem Konzept von der Industriegewerkschaft,
während der Leber echt eine Idee hat, wo ganz autonomen, auch finanzieller Hinsicht, Berufssyndikate an den LCGB sich eigentlich nicht voll auf seine köstliche Identität verzichten. Und an der Hinsicht echt dem ganzen Prozess streng an den Weg löte dann noch eine relativ aggressive Kampagne oder Gründung vom OGBL gefordert wird, er probiert den alternativen Anti-OGBL-Block abzubauen, den aber relativ sehr gescheitert ist. In einem gemeinsamen Artikel von Denia, von mir, ging dann, einmal haben wir die schwere Aufgabe, am Anfang den OGBL für seine Gründung bis heute zu belichten, weil natürlich nicht möglich wirklich alle Aspekte, auf alle Aspekte anzukommen, in einem Anfang auf fünf Themen beschränkt, das Sécurité sociale, Nationallohnpolitik, das heißt Index, Mindestlohn, auch Besteuerung zum Teil, Tarifpolitik an den Betrieben, Erbesrecht, Mattbestimmung. Da die Lohn über die Education können schwätzen oder über andere Sachen, die leider konnte man da nicht auf alle sagen. Aber gleichzeitig machen wir da auch mal den Lien mit den Veränderungen an der Komposition von der Lützeburger Wirtschaft, an den Veränderungen an der Erbesfeld. An der Zusammensetzung vom Salariat, wir denken immer, wir haben Frauenanteil, auch mit Immigrierten an mehr von Italien. Die Frage von der Immigration wird an zwei separaten Artikeln behandelt, eh von Dennis Guto zusammen mit Adrian Thoma, Chercheur um Lise, auch, die finalmensch mit die Haltung vom LAV als seinen Viergänger final behandelt, geht das dafür Gesamtüberblick bis heute geht, wo in der Entwicklung seit von echter nationalprotektionistischen Haltungen, wo in echter geguckt hat, dass die Lützebäuer Beschäftigung gesichert geht, zu einem graduellen Abmerken für emigriert Erbester, ich meine, dass der Finanzwand der Krieg schon Generalsekretär geht an der 50er, wo das mehr eine Problematik geht und auch danach zusammen Erbester sich entwickelt, für dich mit den Italienern, Patronato Inco, dann auch mit den Portugiesen, aber mit den verschiedenen anderen Kommunitäten, wird das schließlich an den 80er Jahren zur Gründung vom Departement des Emigrés feiert, den da mehr im Detail am Artikel vom Arno Sauer über den nur GBL und Immigration behandelt wird. Arno Sauer hat auch im zweiten Artikel geschrieben über die Frontalien, Problematik von den Frontalien. Man hat auch für die erste Karriere hat, so am Detail abgeschafft wird, den auch weiß, dass die Origine von den Frontalien-Sektionen vom GBL und vom LAV schon viel mehr weit zurückgehen, wie man die meisten Leute denken. Also ich nehme schon mit der 50er die erste Aktivität bei der Belgischen Frontalien hört, dann an der 60er verstärkt ab 1972 bei der Französischen Frontalien und auch noch zur LAV-Zeit war noch kein Schluss da bei den Deutschen Frontalien. Ein Aufschluss möchte dann noch ein Überblick von Carol Blondhampton, auch vom Lise, über den Stellenwert von der Gleichheit zwischen Mann und Frau an den Kollektivvertragsverhandlungen vom OGBL, zum Beispiel von der Siderurgie, und dann auch noch einen internationalen Ausblick von Harry Hoffmann, den ihr hattet schon erwähnt, über den internationalen Bund von der Freien Gewerkschaften. Und da gibt es dann auch Biografien von allen Präsidenten und Generalsekretären, auch von pur ausgewählten Militanten, bei denen ich war ein bisschen mehr, da ist natürlich nicht, dass die Leute, die noch kennen, Biografie und dass die eine Männerrolle gespielt haben, zu den Jürgen von Misse beschränken. Insgesamt meine ich, dass die bis dato umfassendste Durchstellung von der Geschichte von OGBL, also in den Viergängerorganisationen, wie gesagt, geht auch ein bisschen auf die Geschichte von den anderen Gewerkschaften, gehen wir auch ein bisschen auf die Geschichte von den anderen Gewerkschaften, notamment auch die von den anderen freien Gewerkschaften, der Landesverband und der Buchträgerverband an, wobei aber der Schwerpunkt klar ja LB, MJV, LAV und OGBL leidet. Ich meine, das auch, wie Buch für 25 Jahre, geht doch akademische Standards gerecht, wir haben aber Leute, nicht nur ein Historiker, sondern auch Soziologen, Politologen und ein Kunsthistorikerin. Und ich meine, dass für die erste Kehle hat, dass wirklich die ganze Geschichte von den 100 Jahren abgeschafft wurde.
Bis los, ich meine, der frühere Versuch war der vom frühere Präsidenten, Kreis Stunden 1976, die erste 50 Jahre, die einfach ganz aus seiner persönlichen Perspektive und auch politischer Haltung geschrieben wird. Ich meine, hier haben wir wirklich eine kritische Behandlung auch von der ganzen Geschichte. Gesamtüberblick. Und das sind ziemliche Schmöker, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob da im Ausland viele Beispiele gibt für so umfassende Publikationen zur Gewerkschaftsgeschichte. Und da wollte ich vielleicht noch zum Schluss auch den Edition Le Faire. Merci so für zusammen. Ich habe Roland Kaiser sollte heute irgendwie kommen, mit dem aus Krankheitshalber entschuldigt. Und das Buch soll auch demnächst an den Librerien erhältlich sein. Ich weiß noch nicht genau, das wird am nächsten Tag der Fall sein. Zum Verkaufspreis von 47 Euro.